Nee, so können wir das nicht machen. Doch, das geht. Okay. Oh mein Gott, ist das süß! Weniger am Arsch. Kartoffeln geschält. Jetzt brauchen wir einen Löffel, um das mal ordentlich auszulöffeln, weil die Kerne, die brauchen wir nicht. Kochen ist auch eine ganz gute Psychotherapie. Ja, hast du recht. Ich habe jetzt gleich eine Kartoffel geschält. Kartoffeln und der Kürbis. Gesundheit! Die brauchen ja ziemlich lange, die Kürbisse und auch die Kartoffeln. Ich heiz schon mal den Ofen vor. Bei 200 Grad sollte das schnell gehen. Ich hab die erste Kartoffel geschält. Sehr gut. Olli! Jetzt schäle ich meine Kartoffel. Und ich tue immer noch die Kürbisse aushöhlen. Nicht, dass man sich hier noch die Pfoten ab... anschneidet oder schält. Zu Hause also aufpassen. Genauso wichtig im Umgang mit einer Anaconda. Ganz vorsichtig mit den Pfoten. Ja, da kann es schon mal passieren, dass man so eine Hand verliert. So, meine Kartoffel ist auch geschält. Hier ist noch eine Kartoffel. Danke. Das Messer ist scheiße. Das geht ganz leicht von der Hand. Wie ihr seht, kann man so einen Kürbis ganz schnell schälen. Wie die Kartoffeln. Mann, ist das angenehm hier, als würde ich gerade beim Sinfonieorchester mitspielen. Hey, was? Sinfonieorchester! Ach so. In den meisten Kochsendungen haben die Leute das ja schon vorbereitet. Aber nicht hier. Wir waren das noch von Anfang an, dass die Leute an den Rundfunkempfängern auch die Zeit dafür haben. Ganz richtig. So, jetzt haben wir hier die paar Kartoffeln. Die Schale wird natürlich wieder entfernt. Die brauchen wir nicht. Das ist ja lächerlich.